Name ist Oliver Scheiblauer, ich bin der Küchenchef der Firma Adventure Catering und ich darf Ihnen heute einen kleinen Einblick in die Welt des Massierens geben. Viel Vergnügen! Also hier haben wir den Sowiki-Garten Schweinebauch, der vorher massiert wurde. Hier bei diesem Bauchfleisch habe ich 5% Wasser eingearbeitet und Gewürze. Dann wurde er Sowiki gegart und jetzt wird er nur mehr im Ofen knusprig gemacht. Auch ein großer Vorteil vom Massieren sind zum Beispiel Ragu-Gerichte. Ja. Ich schneide das Fleisch in beliebig große Stücke und die werden nachher massiert. Ich massiere wieder 5% Flüssigkeit ein. Das kann in Form von kalten Kalbsfuß sein. Hier habe ich zum Beispiel ein Kalbsgulasch. Wenn man jetzt hergeht und sagt, man hat 1 Kilo Fleisch, habe ich dann, bevor ich zum Garen anfange, 1050 Gramm. Und das gewährleistet mir, dass ich einfach weniger Garverlust habe. Sprich, in einem herkömmlichen Garverfahren habe ich ca. 30% Garverlust beim Schmoren und hier sind es natürlich, ist es deutlich weniger. Außerdem habe ich ja vorher 5% dazugegeben, also da bleibt wirklich mehr dann effektiv beim Gast. Zum Kalkulieren natürlich auch eine tolle Sache, weil wenn ich zuerst 5% dazugebe, muss ich natürlich auch, kann ich 5% weniger einkaufen. Und 5% aufs Jahr ist natürlich ein wesentlicher Kalkulationsfaktor. Noch ein ganz wesentlicher Faktor ist der, massiertes Fleisch ja, braucht bis zu 1/3 weniger Garzeit. Ja. Das ist natürlich auch ein enormer Energie- und Arbeitsersparnis, weil wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und sage, geschmorte Ochsenbackerl, die brauchen meistens so 2 Stunden, 2,5 Stunden. Ja. Wenn ich Ochsenbacken ca. 90 Minuten massiere, habe ich nur meine Garzeit von 1 Stunde 15 und das erleichtert mir natürlich auf alle Fälle auch das Küchenklima. Steht er weg, kann neue Produkte zustellen und die Qualität ist wirklich gewaltig, weil die Fleischkonsistenz wesentlich zarter und feiner wird. Noch ein wesentlicher Faktor, der für uns Köche natürlich extrem entscheidend ist, ist der Geschmacksfaktor. Ja. Der Vorteil ist, wenn ich das Produkt massiere, gebe ich ja nicht nur Wasser in Form von Eis oder konzentriertem Foder zu, sondern natürlich auch gleich die Gewürze. Und durch diesen Massierprozess ja, wirken die Gewürze viel stärker und intensiver ein. Punkt 1, der Streuverlust wird minimiert. Ich normalerweise herkömmlich traditionell am Brett würze, ja, habe ich sehr viel Streuverlust, das nachher weggewaschen wird. Hier in der Massiermaschine wirken die Gewürze, die ich auch wirklich in die Hand nehme. Ja, wenn ich 1000 Gramm Salz in das Gulaschfleisch reingebe, habe ich auch wirklich 100 Gramm Salz drinnen. Durch diesen Massierprozess kann das Salz viel intensiver einwirken. Ja. Und zum Beispiel bei einem Schweinsbraten ist es ja oft so, wenn man den anwürzt, ja, oder bei einem Rindsbraten, ja, und ihn nachher im Rohr brät, das ist zwar außen gut an Schweinsbraten oder Rindsbraten, schmeckt, ja, aber nach dem Garprozess, der Salz kann physikalisch nicht bis an den Kern wirken. Ja. Durch diesen Massierprozess kann dieses Salz in viel tiefere Fleischregionen vordringen, das Fleisch dadurch automatisch natürlich mürben, ja. Durch den Fallprozess und Massierprozess ja, lockert sich automatisch die Fleischstruktur auf und das Fleisch oder das Garprodukt ja, hat wirklich einen ganz tollen Geschmack bis in den Kern. So, wir haben hier den schönen Schweinebrustbraten, jetzt knusprig. Sie sehen, da hat sich gar nichts verändert. Ich kann ihn jetzt umschneiden an. Da sieht man wirklich wunderschön, ja, dass da noch alles drinnen ist und durch das Massieren einfach gewährleistet, dass das wirklich schön saftig ist. Wenn man da drauf drückt, ja, Sie sehen, das ist absolut ein ganz tolles Produkt. Der Saft ist im Fleisch drinnen, ja, und nicht am Brett. Was auch wichtig ist, Sie sehen, da tritt nichts aus und das Fleisch ist wirklich wunderbar und wenn ich das anrichte, schaut das total lecker aus. So, hier haben wir unser ganz Gänsebrust. Ja. Diese Gänsebrust wurde vorher massiert, dann gegart und jetzt nur mit knusprig gemacht. Ja. Und man sieht da auch wirklich wunderschön, wie schön saftig das ist. Der Vorteil ist auch, dass sich die Knochen besser lösen. Also man kann das wirklich wunderbar, wie Sie sehen, ablösen. Da bleibt nichts am Knochen hängen. Man kann das wirklich schön rauslösen, da braucht man wirklich gar keine Kraft. Da zupft man nur an. Und das kann ich einfach nur deswegen, ja, weil es massiert ist. Weil die Gewürze bis nach innen wirken, wenn ich jetzt so eine riesen Gans Anwürzung ins Rohr gebe, können die Gewürze in der kurzen Zeit nie bis an den Knochen wirken. Das ist wirklich der absolute Vorteil,
neben der Geschmacksverbesserung, neben der Gar, dass die Garzeit reduziert wird, ja, und dass einfach die Fleischfaser aufgelockert wird, ja, das sind einfach die Gründe, die fürs Massieren sprechen. Und mittlerweile massiere ich seit 8 Jahren und es ist unvorstellbar, ja, dass die, ich habe 2 Geräte, ein kleineres und ein großes, es ist unvorstellbar, also diese Geräte sind echt nicht mehr wegzudenken. Zum Schluss habe ich jetzt noch für Sie ein Lacat-Beispiel vorbereitet. Und zwar, das ist ein massiertes Hühnerfilet. Einer der großen Vorteile, die ich vorher auch schon angeführt habe, ist, dass es einfach viel schneller fertig wird und viel saftiger bleibt. Und natürlich, alles was im Fleisch drinnen bleibt, ist natürlich dann beim Gast und nicht in Form von Verdampfung, Feuchtigkeitsverdampfung in der Kultur zum Saugen. Ich habe hier ein bisschen Olivenöl. Braten wir die 2 Hühnerfilets schön an. Zum Schluss werden sie wieder fester, wenn man das anschneidet, ja, dass es ja wirklich eine schöne saftige Schicht kriegt. So, hier haben wir jetzt unser Hühnerfilet, was wir in der Pfanne gebraten haben. Ist wunderbar schnell gegangen. Wenn man das jetzt anschneidet, sieht man wirklich, ganz wunderbar, glatte, schöne Schnittfläche, wunderbar saftig. Wenn man da jetzt hergeht und drauf drückt, wirklich, da ist der Saft, der vorhin wird, im Fleisch und nicht am Brett. Und vor allem beim Gast und nicht in der Zusatzzugsaube. Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesen paar Eindrücken eine kleine Übersicht geben habe können, wofür das Massieren gut ist. Bei mir ist es nicht wegzudenken und ich kann wirklich bei jedem Mal empfehlen und es kommt wirklich zugunsten ihrer Gäste. Wie gesagt, wir leben alle vom Gast, gibt es keine Gäste, gibt es keine Unternehmung und uns letztendlich, uns Köche auch nicht. Viel Spaß damit!